Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Rollercoaster Tycoon 2 mit mir, dem Yakinator. Ja, und jetzt ist es soweit. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, uns hier in diesem Programm einzufinden praktisch. Und wie weit waren wir eigentlich beim letzten Mal? Ich überlege gerade. Erstmal muss ich mal schauen, wie ging das hier eigentlich mit dem Zoom und mit dem Nicht-Zoom? Ah, ich muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. So viele andere Spiele gespielt in der Zwischenzeit. Ja, das war ja die Achterbahn, die wir letztes Mal praktisch hochgezogen hatten. Ein wunderbares kleines Monstrum. Mit noch nicht allzu spektakulären, sag ich mal, Intensitäts- oder Gutheitswerten. Gütewerten, Qualitätsmerkmalen. Meine Güte! So, und es stehen auch noch nicht so viele Leute an. Wohingegen beim Revolution Rider auf jeden Fall richtig voll ist. Tja, und was macht Yakinators Revenge? Naja, gut, da stehen jetzt auch nicht so viele Leute an, aber wie gesagt, hey, wir haben ja Regenschirme. Ach, da fällt mir gerade ein, wir können ja mal auf jeden Fall die Regenschirme verkaufen. Und zwar für einen unglaublich fantastiliardischen Preis. Setzen wir die doch mal auf so 7, 8 Euro hoch oder so. Los, Regen. Oder 10 Euro, das machen wir mal. Diesen kleinen Tipp wollte ich schon immer mal ausprobieren. Man kann nämlich den Regenschirmpreis praktisch übertreiben, bis es nicht mehr geht. Mal sehen, wie viele Regenschirme wir jetzt verkaufen. Vielleicht auch nicht so viele. Doch, einer. Ach, super. Also die Leute kaufen hier wirklich diese Regenschirme. Ich bin begeistert. Ach, so, was haben wir denn alles schon? Also Klos, wir haben die grundlegende Infrastruktur. Tja, und wenn ihr mal einen kleinen Blick auf unseren Park werft, da ist noch ein kleines bisschen Platz nach oben. Boah, ein ganz kleines bisschen Platz nach oben. Und ich würde mal sagen, damit wir hier irgendwie die Karte auch voll kriegen, bin ich stark dafür, jetzt gleich noch eine Achterbahn zu bauen. Und zwar eine, die sich gewaschen hat. Und eine, bei der wir am Ende sagen können, das hat sich gelohnt. Da hat es sich gelohnt, den Achterbahn-Editor anzuwerfen. Och, und Yakinators Revenge ist ausgefallen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mechanikermännchen, wo seid ihr? Da ist einer. Aber keiner geht zu Yakinators Revenge. Was ist denn da los? Wird das Ding jetzt mal repariert oder was? Oder wie? Oder wer? Baufällig kaputt? Ja. Toll. So, wer ist denn jetzt dafür zuständig? Ah ja, Mechaniker 2 ist dafür zuständig. Und Mechaniker 2 hat sich schon auf den Weg gemacht. Mensch, du fleißiges Bienchen. Endlich. Ansonsten hätte ich dich jetzt einfach entlassen. Tja, wir müssen auf jeden Fall, es wird noch ein kleines bisschen dauern, bis wir da hinten ankommen bei den Sümpfen des Todes, wie es jemand nennen möchte. Oder den Sümpfen der Verzweiflung oder den Sümpfen des Profits, wie auch immer. Ich werde jetzt inzwischen einfach mal hier eine schöne Attraktion noch hinbauen. Und zwar eine, die sich gewaschen hat. Hier so eine Achterbahn-Attraktion. Looping-Achterbahn hatten wir jetzt, glaube ich, schon, ne? Eine Kinderachterbahn, das muss nicht unbedingt sein. Und eine Achterbahn-Seitel. Ach, Achterbahn-Seitel. Eine Holzachterbahn. Ach nee, wollen wir das nochmal? Eine Holzachterbahn? Ach, das muss ja nicht sein. Nee, dann baue ich lieber nochmal eine ordentliche Looping-Achterbahn. Haha, mit einem unglaublichen Nervenkitzelwert. Nicht so wie Yakinator. Yakinators komische Achterbahn hier. Sondern nach eigenem Entwurf wieder mal. Ach, jetzt habe ich auch. Jetzt habe ich wieder auf WASD. Ich bin jetzt immer noch bei diesem Prison Architect Steuerungsdingspunkt, wo man ja mit WASD standardmäßig scrollt. Das ist ein kleines bisschen ungewöhnungsmäßig. Ich muss mich hier richtig zwingen, die Hand von der Tastatur wegzulassen und das Ding nur mit der Maus zu steuern. Ansonsten, das läuft ja bei mir auch im Fenster. Ansonsten könnte es auch irgendwann mal zu irgendwelchen Komplikationen kommen, wenn ich dann auf irgendwelche Shortcuts aus Versehen raufkomme. Okay, ich denke, hierhin. Oder wollen wir das mal so ein bisschen... Ja, ich würde mal sagen, wir flechten das mal so ein bisschen in Yakinators Revenge ein, sofern das geht. Könnte schwierig werden. Sage ich jetzt schon mal. Also wir könnten ja theoretisch versuchen, hier so rüber. Macht das irgendeinen Sinn? Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Wenn wir jetzt praktisch hier so hoch... Also, ne, ihr wisst schon. Also jetzt mal auf der zweidimensionalen Ebene. Hier so lang. Ne, dass wir hier über diesen Pfeiler durch und dann, oder über diesen Pfeiler den Anstieg machen. Ja, ich glaube, das, ach scheiße, jetzt schon wieder WASD. Ich komme nicht drüber hinweg. So, und wenn ich WASD drücke, dann sind das anscheinend immer irgendwelche doofen Shortcuts in irgendwelche langweiligen Menüs, die kein Mensch sehen möchte. Okay, Yakinator, jetzt geht's um die Wurst.
Werden wir es schaffen? Werden wir diese wunderbare Achterbahn bauen können? Da bin ich mal gespannt. So, nach oben und gleich mal hier so mit Kettenlift. Ich hoffe, wir haben uns da jetzt nicht verschätzt. Wir haben uns natürlich verschätzt. Wunderbar. Gut, also machen wir den Kettenlift noch ein kleines bisschen weiter nach oben. Also nach machen wir die Station ein kleines bisschen kürzer auf der Seite. So, und der Ketten... böser Kettenlift. Das kostet auf jeden Fall immer auch ein kleines bisschen Geld. So, und Kettenlift. Yeah. Und nun? Wo bleibt er denn jetzt stecken? Ach, doch nicht etwa. Warum denn nicht? Ich mach das jetzt einfach mal. So. Nicht genügend Geld? Wollt ihr mich veräppeln oder was? Ha, ich hab das Darlehen. Oh my darling. Oh my darling. Oh my darling. Clement. Okay, und jetzt können wir weitermachen. Werden aber hier abrupt und unsanft gestoppt. Das scheint ja wirklich die Spitze vom Looping zu sein. Gut, dann will ich das noch ein kleines bisschen ändern. So vielleicht. Und dann so nach oben. Aber das ist ein bisschen doof irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht. Dann mache ich doch erstmal so einfach. Aber dann stößt er trotzdem gegen diesen Looping. Wo ist die S-Kurve? Speziell. S-Kurve rechts. Würde das vielleicht gehen? Na, haarscharf vorbei. Vielleicht hier noch, vielleicht hier schon. Und dann speziell S-Kurve rechts. Jawohl. So. Und jetzt sind wir da lang auf jeden Fall erstmal. Gut. Dann haben wir es hierhin geschafft. Und jetzt können wir wieder mit den Ketten arbeiten. Dann dauert der Aufstieg zwar ein kleines bisschen länger, aber es ist wesentlich interessanter, unsere Achterbahn hier zuzuschauen. Und dann können die sich alle gegenseitig angucken. Und der Revolution Rider, der geht ja da auch irgendwie. Nee, der geht da nicht durch. Und der Ballonstand. Ein Ballonstand. Und gleich bauen wir weiter. Aber ich will vorher noch schnell so einen kleinen Ballonstand bauen. Ballonstand. Wo bist du? Achso, das ist bei den Essensachen, ne? Ja. So, Ballonstand, Ballonstand. Ach, und schon wieder WASD. Verdammt. Hinweg. So, Ballonstand. Machen wir mal hier einen Ballonstand hin. So, und der Ballon kostet auch ganz schön viel Geld. 2 Euro will der Yakinato für einen Ballon haben. Und noch ein Ballonstand, würde ich sagen. Mampf, Mampf. So, achso, was ist denn hier eigentlich in der Entwicklung? Ich will mal schauen. Ich werde mal mein Augenmerk auf die Achterbahn legen. Lehnen und Stände und Achterbahn. So. Denn wir brauchen neue Achterbahnen. Ansonsten sind die Leute hier gleich sowas von gelangweilt. Och, ich dachte, das wäre ein cooler Achterbahnpark, aber nein. Yakinato bringt uns ja immer dieselben Achterbahnen. Die schon seit 20 Jahren in seinem Park stehen. Lalalala. Und wo der Rost schon abblättert. Aber nein, hier mit der neuen Super-Achterbahn, mit der Looping-Achterbahn 1. Ja, okay, neuer Name eingeben. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich... Und jetzt macht er wieder Zecken hier. Böses Programm. So, und jetzt können wir weiterbauen. Das mal weg und los geht's. Weiter geht's. Ich weiß auch gar nicht, müssen wir diese Achterbahn so unglaublich hoch bauen? Wir können auf jeden Fall einfach ein paar fiese Anstiege und Abstiege machen. Das ist für die Leute wahrscheinlich dann auch ausreichend. Naja gut, ein kleines bisschen höher als die andere können wir die auf jeden Fall bauen. So, und jetzt geht's hier rum. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das einfach so machen, dass wir hier so wirklich ganz crazy runtergehen. So, und dann machen wir sozusagen gleich wieder einen ganz crazy Aufstieg. So. Böses Ding. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Schon wieder ist Yakinatos Revenge im Weg. Gut, dann hau ich das nochmal weg. Dann müssen wir es so machen. Ist zwar jetzt nicht unbedingt angenehm für die Leute. Aber hey, da müssen die Leute dann auch mal ganz tapfer sein. Ja, jetzt sind wir auf 22,5. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen hochgehen wieder. Hui! Und ja, und dann meinetwegen so. Und dann ist da so ein bisschen Airtime praktisch.
Achso, halt, stopp. Und diesmal will ich mal so intelligent sein und gleich mal eine Chance einbauen, dass wir hier eventuell noch Bremsen reinmachen, wenn es dann doch ein bisschen zu wild wird. Gut, jetzt nach unten und ich denke mal, jetzt kann man demnächst auch mal ein Looping einbauen. Looping, Looping. Und zwar nach rechts. Ja, nach rechts ist gut. Nach rechts ist immer schön. So. Nach links wäre natürlich auch nicht schlecht. Hui! Und ab nach unten. Und gleich in den nächsten Looping, würde ich sagen. Oder erstmal hier so wieder so ein fieses Bergdings. Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal. So. Dann hier runter und da runter. Und vielleicht gelingt es uns ja sogar, in diesen Looping hinein zu flutschen. Vielleicht gelingt es uns ja sogar, in diesen Looping hinein zu flutschen. Ich glaube, es gelingt uns nicht, dummerweise. Ach, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Dafür kann ich auch nichts. Ja, ich glaube, da müsste man dann praktisch... Da müsste man das Ganze hier schon ein bisschen... ein bisschen früher abbrechen. So und so. Und eventuell gleich so. Oder jetzt sind wir doch schon wieder da, wo wir vorhin aufgehört haben. Als ob das jetzt ein großer Unterschied gewesen wäre. Wir haben doch gar nichts anders gemacht. So, jetzt müssen wir das anders machen. Und zwar wäre ich mal hier so. Und dann so. Und dann können wir hier einfach runter oder so. Jawohl! So, und dann kommt ja das ganz große Ding. Das ganz dicke Ende praktisch. Ich versuche hier nochmal den Looping hinterher zu bauen. Gleich hier praktisch. Ich hoffe, der Schwung reicht dann auch aus. Rechte vertikale Schleife. Ja, theoretisch könnte man den ja... Man könnte ja auch versuchen, ob man den vielleicht ein kleines bisschen früher sogar anbringen könnte. Jawohl. So zum Beispiel. Oder hier so. Ja. So sieht... So ist, glaube ich, besser. Dann haben wir nämlich noch ein klein bisschen mehr Radius. Okay, dann würde ich auch mal sagen, geht es jetzt mal ganz abrupt in die andere Richtung. Und vielleicht auch mal ein kleines bisschen spiralig nach oben. Damit es dann bald wieder spiralig nach unten gehen kann. Aber erstmal geht es durch diesen Looping durch, würde ich sagen. Wenn uns das gelingt jetzt irgendwie. So, und jetzt Ketten ran und nein! Gut. Was ist, wenn wir das so machen? Tja, es ist halt ein bisschen schwierig, jetzt hier durchzublicken. Ich will halt, wie gesagt, durch diesen Looping durch und dadurch, da müsste ich wahrscheinlich noch eins weiter oder so. Aber ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Das kann man auch schlecht sehen. Also vielleicht, wenn wir hier hochgehen so ein bisschen... Und dann hier durch. Ah, das geht auch nicht. Und dann hier hoch und dann da durch. Jawohl, das geht. Okay, und jetzt müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Wie soll es weitergehen? Mit Lifthügel oder eher nicht? Es könnte sein, dass, genau, dass dann da Schluss ist. Tja, das ist ja doof, dass sich das da genau schneidet. Gut, dann werde ich erstmal, nee, dann werde ich erstmal runtergehen. Auf jeden Fall. So, und zwar mit einer kleinen Kurve. Ja, und dann können wir hier genau an der anderen Achterbahn vorbei. Wunderbar. Uns da praktisch so ein kleines bisschen an beide Achterbahnen anbiedern. Ach nee, und jetzt können wir da nicht durch, oder was? Das ist ja auch doof. Dann muss ich das wahrscheinlich nochmal anders machen. Also wie gesagt, wir wollten nach unten und... Vielleicht, wenn wir jetzt hier so... nee, da sind wir ja schon wieder dort. Ach, Manometer. Das ist jetzt aber schwierig. Gar nicht mal so einfach. Naja, schwierig halt, ne? Okay. Was ist, wenn wir das jetzt einfach ebenerdig machen und dann wieder versuchen, da rüber zu kommen? Hier so? Ach, das ist jetzt wieder zu niedrig. Zu hoch, meine ich. Nicht da lang, sondern da lang. Und ja, jetzt mache ich hier so eine schöne Kurve, wenn das geht. Wenn das geht, es geht nicht. So, jetzt vielleicht. Aha. Ach, das Ding ist auf 6 Metern. Ja, das ist alles gar nicht so einfach.
Vor allen Dingen, wenn man hier nichts sieht. Gut, jetzt haben wir, sind wir da oben rüber gekommen wenigstens. Ich hoffe, der Schwung reicht auch dann aus. Ich glaube, der reicht aus. Ich glaube, das wird viel zu viel Schwung sein, den wir da kriegen. Okay, tja, dann machen wir noch eine kleine Lifthügeleinlage. Und dann geht's in einem mörderischen Dings, in einem mörderischen Tempo wieder nach unten. Beziehungsweise, wir machen dann hier einfach so, wir schalten jetzt einfach mal ein paar Loopings in Serie. Ja, das mache ich doch mal. Und zwar klappen wir dann gleich hier ab, praktisch. Mit kleinem Radius. So. Und jetzt geht's ab nach unten. Ich hoffe, das reicht aus. Speziell vertikale Schleife links. Ansonsten sind wir aufgeschmissen. Aber es müsste doch eigentlich ausreichen, oder? Dass wir hier so rüberkommen. Ich weiß nicht. Am liebsten würde ich ja noch so Dinge hinmachen. So, dann sind wir auf der ganz sicheren Seite. Und wir werden diesen Looping auf jeden Fall, denke ich mal, durchfahren können. Werden wir es können? Na, mal sehen. Ich lasse mich da überraschen. So, und dann gleich den nächsten Looping. Ja. Achso, müssen wir jetzt erst. Ja, jetzt müssen wir erstmal so machen. Vertikale Schleife rechts. Und überlege mir gerade, wäre es nicht sinnvoller? Nö, ist okay. Dann müssen wir jetzt aber. Nee, dann müssen wir das aber anders machen. Dann müssen wir jetzt ankippen. So, Unkipping. Extreme Unkipping praktisch. Ach, und jetzt habe ich den Looping weggehauen. Wie doof. Vertikale Schleife links. Geht das überhaupt? Vertikale Schleife links. Geht das überhaupt? Okay, vertikale Schleife links. Und jetzt. Aber ich möchte das machen, wenn ich hier so ein bisschen in die Kurve gehe. Ja, und das geht jetzt. Jetzt ist natürlich die Frage. Könnten wir hier theoretisch gleich mal in die nächste vertikale Schleife gehen? Indem wir. Ja, ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Nee, da mache ich doch mal hier lieber die kleine Variante. Ja, dann kommen wir noch einen vorher raus. Und dann können wir wirklich ohne Probleme in die vertikale Schleife gehen. Meine Güte, so problemlos sind wir noch nie in eine vertikale Schleife, beziehungsweise in ein Looping reingekommen. Okay. Dann hier noch eine Schleife. Jetzt haben wir 3, 4. Wie viele Loopings hat denn diese Achterbahn jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, schon ein mehr als Yakinator. Zwei mehr als Yakinators Revenge. Und schmiegt sich halt wirklich wunderbar in das Gesamtgefüge. An das Gesamtgefüge an. In das Gesamtgefüge ein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Und ich denke mal, Platz für einen weiteren Looping sollte auch noch sein.